Okay, ihr Lieben, es ist soweit. Endlich können wir mit den Episodenbesprechungen zu Jurassic World Chaos Theory beginnen. Denn ich habe tatsächlich die allererste Episode schon jetzt gesehen, beziehungsweise schon am 17.05. gesehen, auf dem Roblox-Event, auf das ihr mich sogar hingewiesen habt. Deswegen vielen Dank. Ich wollte mir die ganze Nummer ursprünglich nicht über Roblox anschauen und eigentlich noch warten bis zum 24. Mai. Allerdings habe ich dann einfach einen Link zugeschickt bekommen. Und wenn du da drauf klickst, dann kommst du relativ schnell in dieses Event rein und damit habe ich mir dann doch die erste Episode angeschaut. Wichtig an euch da draußen, eine ganz wichtige Information jetzt hier zu diesem Video. Wir werden über die allererste Episode sprechen. Es wird hier auch Spoiler geben, die aber, das ist ganz wichtig, die euch nicht wirklich viel verraten zu sämtlichen Fragen, die wir uns bisher so gestellt haben. Ganz im Gegenteil, ich finde sogar, dass, wenn wir über die allererste Episode jetzt hier sprechen, wir die Nummer vielleicht sogar noch ein bisschen besser einordnen können, wie jetzt hier was vorgefallen ist, und somit können wir unsere Theorien dann auch ein bisschen besser anpassen, bis die Serie dann offiziell am 24. Mai erscheint. Wenn du allerdings jetzt sagst, nee, ich will wirklich gar nichts davon wissen, also überhaupt gar nichts, dann musst du das Video jetzt hier abschalten und am besten dann erst wieder einschalten, wenn du Episode 1 gesehen hast, denn wir schwatzen jetzt hier über Episode 1. Allerdings habe ich ganz am Ende dieses Videos noch eine große Überraschung für dich, deswegen bleib auf jeden Fall ganz bis zum Schluss dran und ich glaube, damit habe ich alles gesagt, was gesagt werden muss. Wir starten jetzt hier mit der Episodenbesprechung. Jurassic World Chaos Theory Episode 1 Aftershock. Viel Spaß! Okay, ihr Lieben, was ich vielleicht noch erwähnen sollte, bevor wir jetzt anfangen, die Episode zu besprechen. Ich habe die ganze Nummer auf Englisch gesehen. Ich meine, dass dieses Roblox-Event auch nur die englische Variante der Episode gezeigt hat. Warum ich das jetzt sage, ist, ihr wisst ja, im Deutschen werden manche Sachen anders übersetzt. So als Beispiel, es wird im Trailer wird von Ben war es, glaube ich, erwähnt, dass eine Gruppe von Menschen Dinosaurier benutzt, um uns zu jagen. Und im englischen Original sagen sie aber ganz explizit, das sind Raptoren, die wir benutzen. Da gehen sie also wirklich fokussiert auf Raptoren ein. Ich weiß nicht, warum sie das im Deutschen anders übersetzt haben, aber es kann natürlich auch sein, dass ich jetzt durch diese englische Variante Dinge oder bestimmte Begriffe anders verwende, als sie jetzt dann im Deutschen im Endeffekt erscheinen. Es sollte nur minimal sein, aber ich will es einfach nur mal von vornherein vorweg nehmen und ich werde auch in Zukunft die gesamte Serie auf Englisch schauen, einfach weil ich das extrem blöd finde, dass die Deutschen sich da wirklich keine Mühe geben, scheinbar die Sachen einfach akkurat zu übersetzen. Und dadurch können einfach Logikfehler entstehen. Es gab schon deutsche Übersetzungen in Serien, die behauptet haben, Person A hat die Familie von Person B entführen lassen und im Original haben sie aber einfach gesagt, nee, nee, Person A hat die Familie von Person B getötet. Das sind einfach sehr wichtige Unterschiede und ich habe da keine Lust drauf, dass mir das jetzt hier auch passiert. Deswegen werde ich die Serie auf Englisch schauen. Ich denke mal, dass ihr da, wenn ihr das Ganze auf Deutsch schaut, nicht allzu viel falsch machen werdet. Denn solche Missverständnisse kommen dann doch eher selten vor, aber nur damit ihr da jetzt von vornherein Bescheid wisst. Okay. Beginnen wir jetzt einfach mit der Episodenbesprechung und mit dem, was mich vielleicht zu Beginn bereits sehr gewundert hat. Denn die Episode beginnt tatsächlich nicht mit dem Brooklyn-Vorfall. Ich hätte mir eigentlich gedacht, dass wir genau damit beginnen, dass wir sehen, wie Brooklyn im dunklen Wald irgendetwas entdeckt, in den Big Rock Mountains in der Nähe vom Lockwood-Anwesen und dann passieren eben diese Ereignisse, unter anderem eben auch der Angriff des Allosaurus und Brooklyns vermeintlicher Tod. Tatsächlich ist das bereits in der ersten Episode passiert. Also Episode 1 beginnt damit, dass jeder da draußen schon weiß, dass Brooklyn tot ist. Wir sehen also zu Beginn, wie Darius mit seinem Auto durch die Big Rock Mountains hindurchfährt und das ist dann auch die Szene, die wir aus dem allerersten Trailer schon kannten. Und Darius nutzt hier das Radio, um auf der Frequenz 1900 war es, glaube ich, gewesen, die Unterhaltungen der Dinosaur Protection Group zu verfolgen, denn die berichten immer wieder von Dinosaurier-Sichtungen. Unter anderem erfahren wir hier auch von bestimmten Sichtungen von Dinosauriern und wir bekommen hier Hinweise darauf hin, dass die Ereignisse aus der allerersten Episode am Tag nach den Ereignissen von Jurassic World Battle at Big Rock, also dem Kurzfilm, eben spielen. Darius bekommt daraufhin mit, dass ein neuer Dinosaurier gesichtet wurde und fährt dann wie ein Wilder darauf los und möchte mit unter der erst einer der ersten sein, die an diesem Ort ankommen. Allerdings kommen ihm hier bereits zwei Mitarbeiter der Dinosaur Wildlife Group, Entschuldigung, sie heißen hier Dinosaur Wildlife Group, die kommen ihm auf jeden Fall zuvor und
sind auch dann die ersten vor Ort, als sie dann den Pachyrhinosaurus, also Pachyrhinosaurus heißt der im Englischen, der Pachyrhinosaurus auf jeden Fall, den treffen sie dann eben dort an und die zwei Dinosaur Wildlife Mitarbeiter nähern sich dann dem Tier. Einer von den beiden ist dann aber ein bisschen stürmischer gegenüber diesem Dinosaurier, woraufhin der dann ebenfalls auch Panik bekommt und dann taucht Darius wieder auf. Was Darius jetzt hier macht, könnte relativ schnell so eine Owen-Geschichte werden, ne? So eine, ich bin Dinosaurier-Flüsterer, weil ich kann ja das hier machen. Das haben sie hier wesentlich besser gelöst. Darius schafft es durch eine sehr ruhige Art und Weise, wie man ihn ebenfalls auch aus der vorherigen Serie Camp Cretaceous kennt, auf das Tier einzugehen und bemerkt dann eben, dass der Pachyrhinosaurus so wild und so stürmisch ist, weil er eben ein Stück Stacheldraht am Fuß hat. Der wird dann daraufhin von Darius entfernt und wir merken dann, dass sich sowohl Darius als aber auch die beiden Mitarbeiter der Dinosaur Wildlife Crew bereits kennen. Einer von den beiden kennt Darius jedoch nur aus dem Fernsehen und meint, ja, du bist doch Darius Bowman. Also er ist quasi schon wie so ein Prominenter, denn ich meine, er hat natürlich zusammen mit den Nublar Six die Ereignisse von Jurassic World Camp Cretaceous alles überlebt und das hat sich im Laufe der Zeit herumgesprochen. Das heißt, für ihn ist Darius so eine Art von Gerücht oder eher Legende und die Frau, die allerdings an seiner Seite steht, die scheint Darius ein bisschen besser zu kennen, denn sie geht kurz darauf ein, dass sie eigentlich hätte die Ausbilderin von Darius sein sollen. Das heißt, ja, Darius hätte ursprünglich ein Teil der Dinosaur Wildlife Group werden sollen oder eben auch werden wollen. Das Ganze hat allerdings nicht so wirklich funktioniert. Warum das nicht geklappt hat, darauf bekommen wir jetzt auch schon erste Indizien. Die Frau geht dann kurz darauf ein, dass Darius immer noch so vernarrt darauf ist, Dinosaurier zu jagen. Und Darius sagt dann daraufhin in relativ düsterem Ton, es geht mir hier nicht darum, Dinosaurier zu jagen, ich jage einen Dinosaurier. Was wirklich sehr interessant ist, denn ja, wir lernen kurz darauf ebenfalls, dass Darius wie fanatisch den einen Allosaurus jagt, nämlich den Allosaurus mit dem blinden Auge. Und der taucht dann auch kurz darauf auf und geht auf den Pachyrhinosaurus los. Und dann haben wir eben so einen ganz kurzen Kampf und der Pachy knallt dann den Kopf von dem Allosaurus zur Seite und Darius erblickt das blinde Auge des Tieres. Er steigt daraufhin in sein Auto ein und versucht den Allosaurus zu fangen. Das Ganze ist eine Art von Rachemission für Darius selber und wir bekommen sogar in dem Augenblick, in welchem Darius das blinde Auge des Allosaurus sieht, einen sehr interessanten Flashback aus einer ja schon fast egomäßigen Perspektive. Ich bin mir nicht sicher, ob der Flashback uns als Zuschauer eben einfach nur einen bestimmten Kamerawinkel zeigt oder ob wir als Zuschauer hier wirklich durch die Augen von Darius Bowman selber sehen. Denn wir sehen daraufhin einen Tatschauplatz, also quasi einen Schauplatz, wie wir ihn auch aus allen möglichen Krimis kennen, wo ein Mord passiert ist. Der Platz ist abgesperrt und wir sehen in der Mitte dieses Platzes einen Mann, der eine gewaltige Blutlache unter die Lupe nimmt. Im Hintergrund sehen wir, wie der Allosaurus noch im Wald verschwindet. Das heißt, Darius scheint da wirklich vor Ort gewesen zu sein, als Brooklyn, naja, angeblich den Tod gefunden hat. Warum ich hier sage, angeblich den Tod gefunden hat, darauf gehen wir jetzt vielleicht mal ganz kurz ein. Das ist jetzt auch kein Spoiler, ist einfach nur meine Vermutung. Wir sehen jetzt hier wirklich Blut am Boden. Das heißt, sehr viele haben tatsächlich dann im Internet geschrieben, okay, die ist wirklich tot. Ich meine, das Blut muss ja von irgendwo herkommen. Allerdings erfahren wir kurz darauf ebenfalls in der ersten Episode, dass Darius zwar vor Ort gewesen ist, also Brooklyn hat ihn ja zu sich geordert und er ist angeblich nicht gekommen. Das stimmt aber nicht. Darius war nur zu spät vor Ort. Darius kam genau dann an dieser Stelle ein, als Brooklyn bereits gefressen war. Das heißt, Darius hat ebenfalls nur gesehen, wie der Allosaurus weggerannt ist. Da war eine riesige Blutlache. Wir haben auch Brooklyns Leiche oder sowas nie gesehen. Und dann wurde immer erzählt, okay, die ist eben gefressen worden. Es kommt mir zumindest so vor, als hätte man sich ganz bewusst dazu entschieden, Darius zu spät kommen zu lassen. Ich meine, hätten sie Brooklyn wirklich aus der Show rausgeschrieben und sie vom Allosaurus fressen lassen, warum hätte dann Darius nicht schon mitbekommen, wie sie gefressen worden wäre? Es würde die Geschichte nicht verändern. Darauf gehen wir vielleicht auch gleich nochmal ein, beziehungsweise ihr werdet es dann merken im Laufe der Serie, ob Darius gesehen hätte, wie Brooklyn gefressen wurde, wäre oder nicht, hätte die Geschichte an sich wenig beeinflusst im Endeffekt. Deswegen gehe ich davon aus, dass sie noch in irgendeiner Form am Leben ist. Naja, auf jeden Fall gibt sich Darius eben die Schuld, dass Brooklyn gestorben ist und möchte deswegen ganz fanatisch diesem einen Dinosaurier hinterherjagen, was dann ebenfalls auch der Grund ist, warum er nicht für die
Dinosaur Wildlife Group arbeitet, da er eben nur diesen einen Dinosaurier im Fokus hat. Gut, er schafft es allerdings nicht, den Allosaurus einzufangen, der haut dann auch irgendwann ab und Darius kehrt dann zurück in seine Hütte im Wald, die wir auch schon aus dem Trailer kennen. Und dann geht er ans Telefon und merkt, okay, er hat ganz viele Anrufe bekommen, das sind glaube ich 7 Stück, und er drückt sie einfach alle permanent weg und das sind alles Anrufe, die sich um ihn sorgen, die nachfragen, wie es ihm wirklich geht. Dann bekommt er auch noch einen Anruf, er geht kurz ans Telefon dran, da geht es dann auch nur darum, Darius, wie geht's dir, und ich mache mir Gedanken, und er legt einfach auf. Also er hat wirklich keine Lust, so bemuttert zu werden. Und dann kommt der Moment, den wir auch schon besprochen haben, als wir den ersten Clip gesehen haben, der uns veröffentlicht wurde, in welchem Darius Ben vorwirft, er habe ihn geprankcalled. Diesen Prankcall sehen wir jetzt. Meine Vermutung ist hierbei gewesen, dass Darius und Ben miteinander telefonieren und dass irgendjemand Bens Stimme nachahmt. Deswegen eben auch der Prankcall, weil Darius geht ja davon aus, dass es wirklich Ben gewesen ist. Und jetzt erfahren wir, was da wirklich passiert ist. Nein, Bens Stimme war nicht zu hören. Dieser Prankcall war einfach nur ein Anruf. Der hat so lange geklingelt, bis Darius das Telefon abgehoben hat. Und er hat sich das Telefon dann eben ans Ohr gehalten und hat auch versucht, ja, zu sagen, hallo, wer ist da? Aber es gab eben keine Antwort. Das war der Prankcall gewesen. Da hat also jemand versucht herauszufinden, ob Darius gerade zu Hause ist. Dann auf einmal klopft es an der Tür und naja, kurz nach diesem seltsamen Anruf ist Darius dann etwas unversichert, schnappt sich seinen Elektroschocker und geht auf die Tür zu. Und dann taucht Ben plötzlich auf und ja, die beiden mal wieder zu sehen, ist schon eine schöne Sache. Wir erfahren auch, dass sich die beiden wohl sehr, sehr lange nicht mehr gesehen haben. Sehr wahrscheinlich sogar seit dem Ende von Jurassic World Camp Cretaceous. Denn Darius wundert sich ebenfalls, wie wir alle damals, wie groß und muskulös Ben jetzt im Endeffekt geworden ist. Und er freut sich auf jeden Fall, ihn zu sehen und sagt dann zu ihm, ey, warum prankcallst du mich denn, wenn du jetzt aber eh hier auftauchst? Das ist dann die Szene, die wir auch schon im offiziellen Clip gesehen haben. Und Ben geht jetzt ein bisschen mehr auf bestimmte Dinge aus und jetzt wird es sehr interessant. Also die gesamte Nummer hier ist wesentlich erwachsener. Das finden wir gleich heraus. Um nochmal ganz kurz auf die Animation selbst vielleicht einzugehen, die gesamten Bewegungen des Allosaurus, als wir ihn gesehen haben, wie er vor Darius flüchtet, sind unfassbar flüssig. Also wir haben jetzt nicht mehr dieses seltsame Uncanny Valley verhaltene Dinosaurier, wo die sich ja noch in Jurassic World Camp Cretaceous eher wie so Puppen bewegt haben, also mit so ganz ruckartigen, seltsamen Bewegungen. Das haben wir jetzt hier gar nicht mehr. Das sah wirklich extrem gut aus. Und auch die Stimmung wird wesentlich ernster. Darius von seiner eigenen Art her ist ebenfalls nicht mehr die Person, die wir mal kannten. Das merken wir auch an seinem Verhalten. Er wird sehr leicht zornig, er ist sehr leicht auf 180. Und das deckt sich auch mit dem, was der Synchronsprecher von Darius selber gesagt hat. Wir werden jetzt hier eine andere Seite von ihm kennenlernen. Und die Seite, die wir jetzt hier von Darius kennenlernen, ist wirklich eine Seite, die ultra traumatisiert ist. Denn Ben taucht dann, wie gesagt, bei Darius zu Hause auf und er sagt ihm, okay, Darius, jetzt bitte nicht ausflippen, aber wir müssen noch mal ganz kurz über Brooklyns Tod sprechen. Und dann geht er noch kurz auf den Allosaurus ein und Darius freut sich dann und sagt, ja, du jagst den Allosaurus ebenfalls auch und ich habe ihn heute gesehen und habe erstmal Brooklyn angerufen und habe ihr gesagt, dass ich den Allosaurus gefunden habe. Und dann ist erstmal ganz kurz eine Stille da. Und du denkst dir, was hat er eben gerade gesagt? Er hat Brooklyn angerufen? Und Ben selber geht dann ebenfalls darauf ein und sagt, Darius, Mann, Brooklyn ist tot. Du kannst nicht mit ihr telefoniert haben. Und Darius erklärt ihm dann, dass er ab und zu noch Brooklyns Handy anruft, um ihre Stimme auf der Mailbox zu hören. Und dann spricht er einfach mit ihr. Das ist ein unfassbar krasser Einblick in die Psyche von Darius. Er gibt sich komplett die Schuld am, ich sag immer noch, vermeintlichen Tod von Brooklyn selber. Ich kann nicht leugnen, dass man hier ihren Tod sehr stark in den Fokus setzt. Und ich würde inzwischen vielleicht auch nicht mehr so fest behaupten, dass sie nicht wirklich tot ist wie davor. Ich glaube es immer noch nicht ganz. Mich würde es aber nach dieser ersten Episode auch nicht wundern, wenn sie wirklich aus der Nummer rausgenommen wurde und vielleicht dann wirklich getötet wurde. Ben und Darius unterhalten sich dann ebenfalls noch ein bisschen. Wir merken immer mehr, dass Darius einfach, er gibt sich selber die Verantwortung dafür, dass alles passiert ist, wie es passiert ist. Und er will dann auch nichts von Ben hören, wenn Ben irgendwas sagt von wegen, ey,
wenn du da gewesen wärst, was wäre denn anderes passiert? Und dann möchte Ben auf den Allosaurus eingehen und stellt dann eben ganz viele Fragen auf. Ich habe euch hier mal die Clips eingeblendet, die Screenshots, wo ihr dann verschiedene Untertitel sehen könnt mit den Fragen, die dann ebenfalls Ben stellt. Unter anderem geht er dann darauf ein, wie kann es denn sein, dass Brooklyn zufälligerweise am selben Ort gewesen ist wie der Allosaurus? Und Darius sagt dann daraufhin, naja, das war nur ein Zufall gewesen, das ist einfach ein wildes Tier und bla bla bla. Und dann kommen wir jetzt zu dem Punkt, wo wir endlich erfahren, warum, wer auch immer es ist, die Nubla Six wirklich jagen und töten möchte. Denn Ben erklärt kurz darauf, dass er sich ebenfalls sehr stark mit Brooklyns Tod beschäftigt hat. Und das kam dann raus und auf einmal hat Ben sehr viele Hass-E-Mails bekommen nach dem Motto, ey, warum kümmerst du dich eigentlich gerade um Brooklyns Tod? Ebenfalls sagt er auch, dass er Drohungen bekommen hat, die darauf eingehen, dass er gefälligst aufhören soll, diesen Tod nachzustellen, um herauszufinden, was wirklich passiert ist. Das heißt, der Grund, warum wer auch immer es ist, die Nubla 6 oder jetzt nur noch Nubla 5 wirklich töten möchte. Der Grund ist, dass diese Kinder, in Anführungszeichen, diese jungen Erwachsenen, nicht herausfinden, was mit Brooklyn passiert ist. Das ist die Grundgeschichte, das ist das Grundkonzept der ganzen Nummer. Und mal ganz ehrlich, würde es jetzt Sinn ergeben, wenn Brooklyn wirklich tot wäre? Ich meine, die Geschichte könntest du immer noch genauso aufbauen. Im Endeffekt könnte man auch wirklich sagen, dass Brooklyn gestorben ist, weil sie hat irgendetwas herausgefunden. Ich glaube allerdings, dass Brooklyn nicht gestorben ist, sondern dass sie entführt wurde. Aus welchem Grund auch immer. Und die Organisation, die jetzt dahinter steckt, die quasi die Angriffe auf unsere Helden organisiert, die wollen nicht, dass herauskommt, dass Brooklyn noch am Leben ist. Die haben den Tod von ihr gefaked. Das ist zumindest meine Theorie. Und das sind so die Indizien, die wir jetzt hier in dieser allerersten Episode bekommen haben. Was dann passiert, die ganze Nummer kennen wir auch schon aus den Clips, die uns gezeigt wurden. Wir bekommen dann eben mit, wie Darius das Licht in der Hütte ausschaltet und dann greifen die Atrociraptoren in der Hütte selbst an. Das Ganze ist eine unfassbar cool inszenierte Szene, die haben wir auch schon ganz genau analysiert. Das habe ich dir mal da oben verlinkt in der Ecke, da ist die gesamte Analyse, die kannst du gerne mal nachholen. Hier stimmen natürlich jetzt ein paar Theorien nicht. Also jetzt, wo wir wissen, warum jemand die Nubla 5 umbringen will, machen so ein, zwei Aussagen von mir da oben eben keinen Sinn mehr. Aber an sich haben wir die gesamte Szene da oben relativ gut besprochen, das müssen wir jetzt hier nicht nochmal machen. Darius und Ben bekommen es eben mit zwei Atrociraptoren zu tun, die in die Hütte reinspringen. Dann gibt es da eine kurze Auseinandersetzung. Darius schießt einen Atrociraptor mit so einem Netzgewehr ab. Der andere Atrociraptor bekommt von Ben einen Elektroschocker ins Gesicht und dann schaffen die es, aus der Hütte rauszuflüchten. Und dann taucht plötzlich Ghost hinter einem Baum auf. Und damit ist dann auch Episode 1 komplett vorbei. Und ja, die Überraschung, die ich jetzt hier für euch habe, ihr habt es euch vielleicht schon irgendwie denken können. Ihr könnt die gesamte allererste Episode im Internet bereits schauen, und zwar komplett legal auf YouTube von Netflix selber. Es sind nämlich im Endeffekt nur die beiden Clips, die wir bereits offiziell veröffentlicht bekommen haben. Ich habe euch die mal chronologisch unten in die Beschreibung reingepackt. Das ist im Endeffekt die allererste Episode. Euch fehlt dann nur der kleine Zwischenteil, in welchem Ben Darius die ganze Nummer erzählt mit den E-Mails, die er eben bekommen hat, die dann auch auf einmal verschwunden sind. Also er will dann Darius die E-Mails zeigen, die sind aber auch auf einmal nicht mehr da. Und die ganze Geschichte, dass Darius Brooklyns Nummer immer wieder wählt, um mit ihr zu sprechen, die ist in diesen Clips auch nicht mit drin gewesen. Aber ansonsten könnt ihr dann so die gesamte erste Episode einmal schauen. Und genau das habe ich im Endeffekt gemeint. Allzu viel Spoiler waren jetzt hier wirklich nicht drin, wo ich sagen würde, ja, das dürft ihr nicht gehört haben. Ich meine, die ganze Geschichte um die Nubla 6 herum, die finde ich jetzt noch ein bisschen fokussierter. Das heißt, wir wissen im Endeffekt jetzt, warum die Gruppe angegriffen wird, was das wirklich soll. Und es geht im Endeffekt einfach nur darum, dass man nicht herausfinden soll, was mit Brooklyn passiert ist. Das heißt, ja, dieser Tod oder vermeintliche Tod von Brooklyn ist der zentrale Ankerpunkt für den gesamten Verlauf der Geschichte. Und Darius jagt tatsächlich dem Allosaurus hinterher. Ach ja, und wir erfahren auch noch, dass Ben ein Teil von Dark Jurassic ist. Also Dark Jurassic ist wie so eine Community. Und daraufhin sagt dann Darius, ja, das sind aber alle so Verschwörungstheoretiker und sowas. Und dann sagt Ben einfach, sind wir überhaupt nicht. Und dann weißt du, okay, Ben ist also auch in dieser Gruppe mit drin. Und deswegen weiß er auch bestimmte Dinge. Also Ben kann nicht beweisen, dass sie wirklich von einer Person gejagt und verfolgt werden. Er hat aber eben die ganzen Indizien plus eben noch die Droh-E-Mails. Er hat sie ja selber gelesen. Er kann sie jetzt eben nur nicht mehr nachweisen. Aber das ist eben jetzt die Ausgangssituation.
Und ich muss sagen, für eine erste Episode hat er schon wirklich sehr viel zu bieten. Wir bekommen gleich von Anfang an die wirklich beklemmende Stimmung mit. Auch den Zustand von Darius selber, wo ich mir gedacht habe, das ist schon nachvollziehbar gemacht, dass er eben so ein Trauma dann dadurch hat. Und die Tatsache, dass er einfach Brooklyn immer wieder anruft, trotzdem wissen, dass sie eigentlich gestorben ist, nur um mit ihr zu reden. Und er erzählt dann quasi dieser nicht existierenden Brooklyn-Stimme, was er gerade gemacht hat. Und dass er den Allosaurus verfolgt und dass er das Tier jagen wird und zur Strecke bringen wird. Denn Darius glaubt eben einfach nur, dass der Allosaurus ein wildes Tier ist, das aufgehalten werden muss, weil er eben, naja, wie wild Menschen tötet. Und Ben sagt dann daraufhin, nee, das ist nicht der Fall, das ist ein gezielter Angriff, nicht nur auf Brooklyn, es gab mehrere Angriffe und irgendjemand jagt uns. Wer das ist, wissen wir nicht, ich gehe davon aus, der Jonas Santos steckt da großteils irgendwie mit dahinter. Ob Brooklyn jetzt tot ist oder eben nicht, das wissen wir auch nicht, also wir erfahren die ganzen Rätsel, die wir uns vorher gestellt haben, da bekommen wir jetzt immer noch keine Antwort drauf, von daher, ja, ist es ein sehr schöner Einstieg in die gesamte Runde, ich habe jetzt ultra Bock auf die anderen Episoden und ich werde hier dann tatsächlich episodenweise Besprechungen zur Serie machen. Jetzt bist wie immer du gefragt, schreib mir doch mal deine Meinung zu Episode 1 in die Kommentare unten rein, wenn du sie gesehen hast oder auch anhand von dem, was ich dir jetzt erzählt habe, würde mich verbrennt interessieren, ob du jetzt sagst, ich habe einfach jetzt noch viel mehr Bock auf die gesamte Serie oder ob du vielleicht sagst, nee, das hat mich jetzt ein bisschen abgeschreckt, finde ich eigentlich gar nicht mal so cool. Ich bin gespannt auf eure Kommentare, in diesem Sinne, ihr Lieben, bin ich raus heute mit dem Video, ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao, ciao.